Der Zweite Weltkrieg war der größte, blutigste und verheerendste Konflikt der ganzen Menschheitsgeschichte. Millionen Menschenleben wurden einfach ausgelöscht, bedingt durch Ziele und Ambitionen von Politikern und Diktatoren. Heutige Forscher gehen davon aus, dass die Anzahl der durch die direkten Kriegseinwirkungen getöteten Menschen im Zweiten Weltkrieg bei 60 bis 65 Millionen lag. Die Ostfront des Zweiten Weltkrieges, welche auch als Deutsch-Sowjetischer Krieg bekannt ist, wurde für beide Seiten in den Jahren 1941 bis 1945 ein Massengrab für viele Kriegstote. Dabei wurde beidseitig die komplette Wirtschaft auf Krieg umgestellt, denn alle verfügbaren Streitkräfte und Ressourcen wurden Umwege in die Schlacht geworfen. Auf der sowjetischen Seite war dieser Krieg als der große Vaterländische Krieg bekannt. Dieser wurde am 29. Juni des Jahres 1941 ausgerufen und stellte die gesamte sowjetische Wirtschaft auf Krieg um. In den nächsten Minuten gehen wir 80 Jahre zurück in die Vergangenheit und begeben uns an die tödliche Front des Zweiten Weltkrieges. Wir werden einen Tag als Infanteriesoldat der Roten Armee verbringen. Wie sah das Leben dieses einfachen Soldaten aus und welche Herausforderungen musste er bewältigen? Los geht's! Das Leben als echter sowjetischer Soldat der Roten Armee des Zweiten Weltkrieges besser nachvollziehen zu können, stelle ich euch unsere Hauptfigur in diesem Video vor. Wassili Volkov. Draußen schreiben wir das Jahr 20. Oktober 1942. Unser Wassili ist Unteroffizier und Infanterist der 13. Garde-Schützendivision der 62. Armee, welche aktuell von Generaloberst Alexander Rodimtsev befehligt wird. Gerade sitzt unser Wassili in einem zerstörten Wohnhaus im 4. Stock und hält Ausschau nach einer deutschen Patrouille. Ja, und die Rede ist nicht von irgendeiner Schlacht. Nein, die Rede ist von der Schlacht um Stalingrad, welche schon seit 2 Monaten im vollen Gange ist. Denn in dieser äußerst tödlichen, menschenverachtenden Schlacht wird jedes Schützenloch, jedes Haus und jede Kreuzung Zentimeter um Zentimeter erbittert erkämpft. Aktuell schenkt sich keine Seite etwas, denn von der sowjetischen Seite wurden allein über Stalingrad in den letzten 2 Monaten 10.000 Tonnen Bomben abgeworfen, was ca. 50% der Menge, welche die deutsche Luftwaffe im Jahre 1941 über England abgeworfen hat, entspricht. Die ganze Stadt gleicht einem Trümmerfeld. Ende September des Jahres 1942 verlagerte das Oberkommando der Wehrmacht den Angriffsschwerpunkt in die Industriekomplexe im Norden der Stadt. Denn die Ostfront ist schon seit dem Sommer 1941 für beide Seiten eine reine Hackfleischmaschine. Denn wer überlebt, kann sich glücklich schätzen. Denn täglich sterben tausende Soldaten an beiden Seiten und ein Ende ist nicht in Sicht. Unser Wassili ist ausgerüstet mit einer PPSCH-41 Maschinenpistole und einigen Handgranaten sowjetischer Bauart. Er trägt die typische braune Uniform der Roten Armee. Den hellen Braunton tragen die niederen Ränge, der dunklere Braunton wird von den Offizieren getragen, also auf dem Rang des Leutnants. Doch zurzeit ist die Munition knapp und dann muss doch unser Wassili zu der Mosi Nagat, dem Repetiergewehr, greifen, welches nur einen Schuss pro Nachladen abfeuert. In den letzten Tagen war an Schlaf kaum zu denken, denn Wassili befindet sich gerade in Stalingrad und die Deutschen greifen seine Stellung fast täglich an. Und wenn er aus dem 4. Stock rausblickt, verdunkelt der starke Rauch über Stalingrad seit Tagen den Himmel. Die Sonne kommt kaum durch. Mittlerweile ist es schon der 9. November. Und die deutsche Wehrmacht startet die Operation Hubertus. Das Ziel ist es, den letzten Widerstand der Roten Armee in Stalingrad zu brechen. Der Einsatz der Sturmpioniere der Wehrmacht in den Häuserkämpfen in Stalingrad wird als letzter Versuch der Deutschen angesehen, um die verbliebenen Brückenköpfe der 62. sowjetischen Armee an dem westlichen Wolga-Ufer zu nehmen, ungeachtet der Verluste an Menschen und Material. Gerade erhält unser Wassili Befehl von seinem Vorgesetzten, bis zum nächsten Häuserblock vorzurücken und diesen zu halten. Und gleichzeitig muntert ihn sein Vorgesetzter Leutnant Andrei Semyonov auf, er soll noch ein paar Tage durchhalten, denn die sowjetische Operation Uranus steht kurz bevor. An dieser weiträumig angelegten Operation werden auf der sowjetischen Seite die Südwestfront unter dem General Nikolai Vatutin, die Donaufront unter dem General Konstantin Rosukowski im Norden sowie unter dem General Andrei Jeremenko
geführte Stalingrader Front im Süden beteiligt. Das Ziel der sowjetischen Streitkräfte ist die Einkesselung. Diese Einkesselung der berühmten 6. Armee der Wehrmacht unter General Paulus wird gleichzeitig von den sowjetischen Jagdfliegern und Bombern sowie von einem massiven Sperrfeuer der Artillerie unterstützt. Mittlerweile ist der erste Schnee gefallen. Und die Soldaten der Sowjetarmee erhalten Winterjacken und Winterschuhe. Im Rahmen der Operation Uranus ist für die sowjetische Militärführung das Überraschungsmoment und die gründliche Vorbereitung entscheidend für den Erfolg. Die sowjetischen Konzentrierungen und Ansammlungen an Truppen, welche im offenen Steppengelände erfolgt, wird zwar gerade auch von der deutschen Seite erkannt, aber das Ausmaß wird weitgehend unterschätzt. Die Operation Uranus ist der erste Erfolg einer groß angelegten Umfassungsoperation der sowjetischen Truppen an der Ostfront, welche den Mythos der Unbesiegbarkeit der Wehrmacht, welche schon seit dem Scheitern der Einnahme Moskau aus dem Winter 1941 angeschlagen ist, nun endgültig aus der Welt schafft. Die sowjetische Rüstungsindustrie erlangt jetzt im Januar des Jahres 1943 eine hohe Leistungsfähigkeit, was zu einer zunehmenden materiellen Überlegenheit der Roten Armee führt. Für das, dass unser Wassili Volkov den tödlichen Strudel in Stalingrad überlebt hat und für seine herausragenden Leistungen in den blutigen Häuserkämpfen, wird Wassili nun zum Feldwebel befördert. Doch die Ostfront ist und bleibt für beide Seiten die Hölle. Mittlerweile schreiben wir draußen den 1. Juli des Jahres 1943, denn nach dem Willen von Adolf Hitler soll noch einmal an der Ostfront ein groß angelegter Angriff der Wehrmacht in Gang gesetzt werden. Und zwar bei der heutigen russischen Stadt Kursk. Denn das Ziel ist es, die Rote Armee zu stoppen und so viele feindliche Soldaten zu eliminieren wie möglich. Doch die Führung der Roten Armee kann die deutschen Pläne abschätzen und lässt eine kilometerlange Verteidigungslinie bauen. Diese Verteidigungslinie besteht aus mehreren Schichten, welche wiederum in viele hintereinander gestaffelte Schützengräben, Bunker, Stacheldrahtzäune und Minenfelder unterteilt sind. Diese Schicht hat aktuell eine ganze Breite von 6 Kilometern. Hinter diesen Linien werden unzählige Massen an gerade neu produzierten Panzern aufgestellt. Diese Panzer bestehen zu 80% aus dem Typ T-34, einem mittelschweren, wendigen und schnellen sowjetischen Kampfpanzer. In der Schlacht um Kursk stehen auf der Seite der Sowjetunion 2 Millionen Soldaten, 47.000 Geschütze sowie 8.200 Panzer, um nach einem misslungenen deutschen Angriff auf die ausgehobenen Verteidigungslinien eine eigene Gegenoffensive zu starten. Unser Wassili sitzt gerade in einem Schützengraben, welcher noch vor 2 Tagen von der 80. Pionierdivision ausgehoben wurde. In dieser groß angelegten Schlacht, welche auch als Operation Zitadelle bekannt ist, treffen 2 Armeen aufeinander, welche vorwiegend aus Panzern bestehen. Aus diesem Grund wird dieses Gefecht auch als die größte Panzerschlacht in die Geschichte eingehen. Denn nachdem die Wehrmacht einige Tage vergeblich gegen die sowjetischen Stellungen rennt, startet die russische Gegenoffensive. Unser Wassili ist jetzt in der 85. Garde-Schützendivision, welche im Feld eng mit den Panzern operiert. Beim Vorrücken muss er einem T-34 folgen und hinter ihm laufen, während Kugeln deutscher Maschinengewehre an der Vorderseite des Panzers abprallen. Doch nicht jeder seiner Kameraden hat Glück und viele werden tödlich getroffen. Gerade in diesem Moment schlägt eine Granate in die Frontseite des Panzers T-34 vor ihm ein. Der verbündete Panzer geht in Flammen auf und Wassili kann sich noch im letzten Moment in einen nahegelegenen Krater in Deckung bringen. Dieser Schuss wurde von einem deutschen Tiger abgegeben, welcher mit einer 88mm Kanone die Panzerung des T-34 ohne weitere Probleme durchschlagen kann. Denn das steppenartige Gebiet um Kursk mit wenig oder keinen Bäumen und Wäldern erlaubt es den Tigern, die T-34 von weiter Entfernung abzuschießen. Aus diesem Grund werden die sowjetischen Panzerbesatzungen von ihrem Vorgesetzten angewiesen, entgegen allen taktischen Grundkenntnissen mit Höchstgeschwindigkeit auf den Tiger zuzufahren, um ihn aus nächster Nähe, das heißt ab 200 bis 100 Meter, von der Seite oder am besten von hinten, durch mehrmaliges Schießen tödlich zu treffen. Den ganzen Winter des Jahres 1943-1944 arbeitet sich die Rote Armee mehrere hundert Kilometer nach Westen vor. Die deutsche Wehrmacht wurde nun vollständig vom Gebiet des heutigen Russlands vertrieben. Aktuell im Herbst des Jahres 1943 wird die Ukraine zurückerobert. Unser Wassili ist auch bei dieser Operation die Infanterie, welche hinter dem T-34 hinterherläuft, ganz vorne mit dabei. Die Hauptstadt Kiew ist nach mehrtägigen Kämpfen am 6. November unter schweren Verlusten der Roten Armee vollständig eingenommen. Die nach 778 Tagen von deutscher Besatzung befreite Stadt erlitt durch den Krieg schwere Zerstörungen. Jetzt schreiben wir das Jahr März 1945. Unser Wassili Volkov von die 85. Gardenschützendivision, in welcher er dient, steht auf dem Gebiet des Dritten Reiches. Es folgt die finale Schlacht. Und die Rede ist nicht von irgendeiner Schlacht, die Rede ist von der Schlacht um Berlin. Im Osten war die Rote Armee im Rahmen der Weichsel-Oder-Operation Mitte Februar 1945 auf ganze Linie bis zur Oder vorgerückt und besetzte auch westlich des Flusses gelegen
umliegenden Teile Schlesiens. Die Rote Armee ist mittlerweile der deutschen Wehrmacht mit einem Verhältnis von 10 zu 1 überlegen. Am 16. April des Jahres 1945 eröffnen 10.000 sowjetische Geschütze ein ohrenbetäubendes und vernichtendes Trommelfeuer auf die Hauptstadt Berlin. Dies war der größte Artillerieangriff im ganzen Zweiten Weltkrieg. Die erste weißrussische Front unter Marschall Zhukov beginnt den Sturm auf Berlin. Doch zunächst kommt der sowjetische Vormarsch an den Seelauer Höhen 3 Tage zum Stillstand. Denn die Wehrmacht leistet erbitterten Widerstand und die Rote Armee verliert bei den Seelauer Höhen ca. 600 Panzer. Die Rote Luftwaffe und die sowjetische Artillerie sollen die erhöhten deutschen Stellungen auf den Seelauer Höhen sturmreif bomben. Nach 4 Tagen großen Verlusten rückt die erste weißrussische Front unter Marschall Zhukov weiter vor und erreicht die Vororte von Berlin selbst. Unser Wassili ist mittendrin im Häuserkampf um Berlin. Deutsche MG-Stellungen und Minen lauern an jeder Ecke. Jedes Wohnhaus wurde zu einer Festung umgebaut, das Vorankommen dauert sehr langsam und die sowjetischen Soldaten müssen sich jeden Zentimeter Haus um Haus erarbeiten. Panzer können in so einer Großstadt nur begrenzt angewandt werden. Was diese Schlacht entscheidet, sind Soldaten der Infanterie wie unser Wassili. Allein für die Schlacht um Berlin werden von den Sowjets 2,5 Millionen Soldaten, 6.500 Panzer und 42.000 Geschütze bereitgestellt. In den Straßen von Berlin wird jetzt erbittert gekämpft. Alte Männer des Dritten Reiches werden im Volkssturm zusammengefasst. Die minderjährige Hitlerjugend, die sind aktuell einer der letzten Widerstände des Dritten Reiches. Doch auch sie kämpfen verbissen. Denn Panzerfäuste sind für die sowjetischen Panzer besonders gefährlich. Mittlerweile hat die Rote Armee einen Ring um Berlin geschlossen und nun ist Berlin von dem Rest der Welt abgeschnitten. Im Führerbunker begeht Adolf Hitler am 30. April des Jahres 1945 Selbstmord. Am 8. Mai unterschreibt die verbliebene Führung des Dritten Reiches die bedingungslose Kapitulation. Für unseren Wassili Volkow ist nun der Krieg zu Ende. Das war es heute zum Leben als sowjetischer Soldat des Zweiten Weltkrieges. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.